Und hier der Freistoß. Da kannst du als Verteidiger so viel aufpassen, wie du willst. Er macht ihn trotzdem rein, den Freistoß. Wir gucken uns die Wiederholung an. Und jetzt kann man es noch mal ganz deutlich sehen, bei diesem Freistoß hat der Keeper kaum eine Chance. Also wenn der Freistoßschütze so präzise arbeitet, da gibt es eben nichts zu halten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Die Mauer bewegt sich nach vorne, da sollte der Schiri mal ein Machtwort sprechen. Zu viel Bewegung in der Mauer, meint der Schiedsrichter. Da kann man schon mal gelb geben. Da zahlt es sich manchmal aus, ein bisschen länger auf dem Trainingsplatz zu bleiben und Freistöße zu üben. Und wir schauen uns noch mal die Wiederholung an. Und jetzt kann man es noch mal ganz deutlich sehen, bei diesem Freistoß hat der Keeper kaum eine Chance. Also wenn der Freistoßschütze so präzise arbeitet, da gibt es eben nichts zu halten. Und hier noch mal das Tor aus anderer Perspektive.